Das Dancing Stars Live Orchester macht sich jetzt schon bereit für unser erstes Paar. Da stehen sie, Marco und Maria in der Pole Position. Da sieht man vor lauter Beinen keine Maria mehr. Das freut uns sehr an der Stelle. Wir erwarten Großes, ja, Meilenstein in der Tanzgeschichte. Ich möchte euch nicht unter Druck setzen, aber es geht hier gleich los. Die beiden haben auf jeden Fall in der Woche ordentlich Tempo vorgelegt, das kann ich schon mal sagen. Liegt zum einen am Tanz, sie bringen nämlich einen Jive. Und zum anderen scheint mir, da geht auch privat einiges voran. Letzte Woche haben sie noch vom Essen gegen geredet und in dieser Woche reden sie schon vom Heiraten. Insgesamt 24 Punkte. Höchste Wertung. Ich bin das eigentlich gar nicht gewohnt, dass irgendwo so gut bewertet wäre. Vielleicht sollte ich singen bleiben lassen und mehr tanzen. Ich darf jetzt sagen, auf dem können wir gut aufbauen. Und bam, jetzt du. Bam. Und bam, 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 bam. Diesmal gibt es einen ordentlichen Jive. Wieso habe ich nicht schon früh in meinem Leben gejived? Echt, hey. Das war kein Jive. Also ich habe die Choreografie so aufgebaut, dass wir in dem Jive tänzerisch heiraten werden. Heiraten wir halt, mein Gott. Dass du da Sippachzoll wegkommst. Naja, also wir diskutieren da schon die ganze Zeit hin und her, wenn wir heiraten täten würden, dann was für Namen wir da annehmen würden. Marco Angelini, Maria Angelini, M&M Angelini. Bitte hör auf mit dem, ich bin Sandner für immer. Ja, dann machen wir halt Angelini Sandner. Schon gut, Angelini. Hör auf jetzt. Ich hab mit mir selber geredet. Das ist nicht lustig. Ich hab mit mir selbst geredet. Aber du hast dich angesprochen gefühlt. Panel 4, Tanz an den Scheif. Hier sind Marco Angelini und Maria, immer noch Sandner. Da hupft er, ja. Der Angelini. Ja. Lass mal euch kurz durchatmen und fragen den Hannes gleich, wie es ihm gefallen hat. Dieser Scheif. Alles Gold, was glänzt. Vorweg, der Einsatz war okay. Zum Beispiel bei den Toe-Heels bewegt man auch das Standbein. Bleibt nicht starr stehen, sondern man bewegt das mit, so wie es die Maria macht. Wahrscheinlich hast du es nicht gesagt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, die LA-Tänze liegen einem besser als bei den Lateintänzen, bei den Standard-Tänzen, Entschuldigung. Im Großen und Ganzen okay. Danke. Ja, okay. Thomas, auch ein Zitat von William Shakespeare parat.
Der Charakter der ganzen Geschichte hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das so dieses flotte, spritzige, schnelle, lustige des Jive ausgedrückt hat. Von der Technik her allerdings war ziemlich viel zu bemängeln, nämlich durchgedrückte Knie. Nach hinten habe ich überhaupt nie gesehen. Und nach hinten, um Gottes Willen. Also so Fuß gestrecktes Bein, sagen wir so. Gestrecktes Bein war gar nicht vorhanden. Und einige Dinge, also die im Jive eigentlich dazugehören, haben gefehlt. Aber natürlich das Dribbling, das man vom Handball wahrscheinlich gut kann, das hat gepasst. Danke. Kannst du dem zustimmen, Marco? Hast du das auch so empfunden beim Tanzen oder kriegt man da gar nichts mehr mit, weil alles so schnell geht? Ja, es ist natürlich ein Unterschied zum langsamen Walzer. Und ich muss wirklich sagen, ich habe nachgeschaut, was Jive bedeutet, also per Definition. Und das ist Ausdruck von Robustheit, Lebensfreude. Und das wollten wir da halt aufs Parkett bringen. Und da sage ich danke zu Maria. Also es ist wirklich sehr schnell. Und ja, und Freude, da kommt man mal zum Denken. Freude haben wir auf jeden Fall gehabt. Hast deine Dancing Stars Kenntnisse eigentlich schon einsetzen können in der Zwischenzeit irgendwo? Ja. In Oberösterreich. In Oberösterreich, was hat's gemacht? Wir waren auf einem Ball. Also ach, Walzer tanzen. Schön. Hier, wir mitgenommen so einen Ball und ich habe mir gedacht, da kann ich den langsamen Walzer mal ausprobieren. Ja. Aber es war ein bisschen anders. Also wir haben den dann auf die Bühne geholt zum Schuhplatteln. Oh, beim Ball. Das haben wir noch nicht so ganz geübt. Naja, das breit natürlich an mir ab, weil ich bin ja große Schuhplattelmeisterin. Okay. Ich würde dich auch herausfordern, wenn du Lust hast. Wenn wir uns kurz die Zeit nehmen können, tun wir kurz einen Schuhplattler. Ich bin dabei. Ja, können Sie eigentlich irgendwas Schuhplatteltechnisches? Ja? Haltest du das fest kurz? Na komm. Ich moderiere das. So, was machen wir? Richtig. Na, du gehst da. Okay. Auf geht's! Ja, in diesem Sinne Abflug. Marco Angelini und Maria Angelini oder Sandner oder wie auch immer. Ja, Sie könnten natürlich anrufen für die beiden. Heute als erstes Paar die Show zu verlassen, ist nicht schön. Dafür brauchen Sie aber Anrufe und SMS 09010 59 09 04. Ist mehr Druck heute, gell? Es ist erstens mehr Druck und es ist einfach ein viel, viel schnellerer Tanz. Und das Gute ist, man hat eh keine Zeit, dass man es vergisst. Ich habe vorher im Publikum einen älteren Herr begrüßt, weil ich auch geglaubt habe, er ist der jüngere Bruder von Netball. Er hat von mir aber gesagt, er gehört zu dir. Wer ist es? Also, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass mein Opa heute den Weg hergefunden hat, der in meinem Leben wirklich ein ganz besonderer Mensch ist. Er ist im Publikum, glaube ich. Hallo, Opa. Da ist er, schau. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist er. Opa, jetzt. Der andere war der Leih-Opa. Den anderen nicht gefunden hätten. Wie alt ist der Opa? Das darf ich nicht sagen. Er hat gemeint, er schaut jünger aus, wie er ist. Das sagt der Hannes auch immer. Und zudem hast du einen ganz besonderen Bezug. Ich habe einen ganz besonderen Bezug zu ihm, weil er in einer sehr, sehr schwierigen Zeit bei mir für mich da war, wie meine Oma damals gestorben ist. Und meine Eltern waren berufstätig und der Opa hat von heute auf morgen wirklich sein Leben zurückgesteckt, hat gekündigt und hat gesagt, ja. Er sagt ja Maxl zu mir, hat gesagt, Maxl, ich bin für dich da, hat für mich dann gekocht, hat die ganzen Aufgaben übernommen von der Oma und das werde ich nie vergessen und drum bin ich froh. Hey, Opa! Bravo! Die Großeltern haben ja sowieso eine eigene Funktion. Großeltern, das ist so eine Vertrauensperson. Also ich kann mich erinnern,
die Oma, das war Leibwand, der habe ich gern alles erzählen können. Und der Vorteil von Großeltern ist, wir wissen, es ist die höhere Instanz. Das stimmt. Das heißt, da traut sich Mama und Papa nicht widersprechen. Das war bei mir einmal so. Also meine Eltern, die verstehen mich zwar immer gut, aber der Opa, dem habe ich wirklich alles sagen können. Der hat mir zwar dann Tipps gegeben, aber der hat mich nicht verurteilt und hat gesagt, passt schon, Maxl, das nächste Mal mach's besser. Also Maxl und Maria, ihr habt aus der ersten Show die Höchstwertung mitgenommen. Jetzt schauen wir mal, was es heute gibt, beziehungsweise was dazukommt. Dieser Chive wird folgendermaßen bewertet. Hannes, bitte, als Erster. Für einen Schuhplattler. Die zählen wir dazu, Marco. 5. Dankeschön. Thomas. 5. Mhm. Nicole. 6. Und Balasch. 6. Wow. Hey, hey, hey. Guter Tag für den Balasch. Das sind 22 Punkte, das ist ein guter Start. Gratulation. 22 Punkte, gratuliert. Setzt euch nicht, ihr habt das überstanden. Ciao, ciao.